Schönen guten Morgen, neuer Tag, neuer Trail und hoffentlich neuer 3000er. Die Vicky ist schon fleißig beim Schrauben, Drehen, Wuscheln. Genau. Nachdem wir, wie schon ist mitgekriegt habt, das Akku-Pack ganz vergessen haben daheim. Ich muss verstehen, ich habe alle Akkus vergessen, also alle. Ich habe nur die Akkus, die in der Kamera sind, und zu meinem Glück habe ich von der großen Systemkamera, also von der Sony, von der 99er, habe ich noch die ganzen Akkus rausgetun geladen. Aha. Und habe es dann beim Fernseher einfach liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, für was. Habe alle Linsen mit, die ganzen Ultraweitwinkel, alles. Ich möchte gar nicht weiterreden. Ihr kennt es vielleicht, wenn man das Equipment daheim lässt, was man dann irgendwie gerne nutzen würde. Ja, that's it. Jetzt wurschteln wir mit Sony RX durch und GoPro. Ist in aber auch geile Aufnahme geworden. Ja. Ja. Und ihr wisst ja, ein Fotograf macht ja nicht die Brennweiten aus, sondern die Perspektive. Genau. Ja. Wir sind heute motorunterstützt wieder am Weg. Gestern war es richtig lang für uns, fast 1800 Höhenmeter. Haben wir gesagt, heute Motor. Ja, es war einfach lang. Also lang. Richtig lang. Lang. Ja. Und auch schwer auch. Und heute haben wir 7 Paso Diables mit dem Motor. Habe ich noch nicht gefunden über das Thema. Jetzt werden viele von euch sagen, die spielen ja komplett oben die Steilstufen und so. Wir probieren es trotzdem. Wir sind am Mountainbike-Blog. Daher werden einmal Sachen experimentiert. Wir hoffen das Beste. Und wie sollte es funktionieren? Ganz einfach. Also die Wicke, wenn es dann tragen muss, baut einen Akku aus. Dann hat das Bike ungefähr so 15, 16 Kilo. Das sollte am Buckel liegen. Ja. Ich habe einen zweiten Akku in den Rucksack und trage mein Bike mit Akku. Das sollte bei meiner Größe bei knapp 90 Kilo möglich sein in Relation. Und somit meistern wir die letzten Höhenmeter. Warum? Genau. Warum E-Bike? Weil wir gesagt haben, einfach mal, wir wollen es probieren. Uns interessiert das einmal. Und mal eine Bienentour mit dem E-Bike haben wir lange nicht mehr gehabt. Nein, genau. Das auch. Und wenn holprige Straßen und bergauf sind, oder? Was wir normal nicht mehr zum Machen sind, ist mit E-Bike voll geil. Genau. Voll anstrengend und echt cool zum Fahren. Richtig cool zu fahren. Machen wir dann viel Zeit. Genau. Boah, blenden tut schon. Die Sonne scheint überall. Na, eigentlich nur von der Richtung, oh Wunder. Und da auf soll es gehen, auf 3050 Meter. Und von hinten der Drehlocher. Wie schaut es dann weiter aus? Wir haben noch einen Tag, Wetterumschwung ist angesagt. Ja, wir werden schauen, dass wir heute noch ein bisschen die Akkus aufladen irgendwo. Dann irgendwo in so einen Schlafplatz suchen mit dem Auto. Und morgen da bleiben. Aber wir schauen uns nachts zum Wetterbericht durch und dann sagen wir das machen wir spontan. Genau. Das machen wir, das bleiben wir da. Genau, ganz einfach. Ja. Gut, starten wir los. Es ist so wachsteil einfach. Wow. Ja, ja. Also, wir sind in den ersten paar Sekunden schon froh, dass wir heute das E-Bike haben. Ja. Es geht so steil bergauf. Ja. Aber wunderschön. So schlängeln wir uns jetzt die Straßen auf. Und die ist so wunderschön. Und auch der Wald, es ist echt traumhaft. Gut, oder? Super. Und? Nichts zum Sagen, oder? So steht da ja. Und nichts los. Nein, ich muss die Besetzung ansetzen. Zwei Autos waren unten am Bachplatz und echt super. Wunderschön. Jetzt haben wir die Steile fast geschafft. Und die Aussicht darum ist so geil. Voll schön, oder? So ein schöner Wald. Oh, da fahren die Mauer, ha? Wow. Wahnsinn. Jetzt sieht man die Straße noch richtig gut. So, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Sau geil. Wow, krass, oder? Jetzt sind wir dann schon echt weit herum. Und jetzt wird das Bano oder halt die Kulissen immer krasser. Und immer nur geiler. Schau sich mal das so bitte. Wow. Ein krasser Mörfe? Ja. Shimano hat ja 2020 Probleme mit den XD-Narben. Und der Freilaufkörper hat immer so Probleme. Also er hat kein Spül, aber extrem lautes Knacken und dadurch meint man das Radl fällt voneinander. Ist es aber nicht so, es funktioniert einwandfrei. Wenn wir jetzt wieder zurück sind, müssen wir das schmieren nochmal. Man muss die aufmachen und schmieren. Dann geht die bei der Wickellaufzeit einwandfrei wieder.
Die war jetzt da zu faul. Hochinteressant, weil Shimano mal da Top-Qualität war, habe ich ja gesagt. XD-Norm 2020, Problem, Problem, Problem. Leider, ja. Naja, sehr, sehr schlimm, Muge. Herz, wirklich war so, wenn ich laufe, ich habe gute Bluetooth-Kopfhörer, echt geil. Und auch voll Motorhead, Onslaught, Metallica, Maiden, Judas Priest, die geben es voll. Aber Black es Sabbath. War einmal so wachs. Es war einmal so wachs, ich war schon auch drei. Da bin ich bei Schafe vorbeigefahren. Die Viecher sind weggekupft, die haben gemeint, das ist vorbei, gell. Es kommt der Schlachthof mit dem Fleischwolf. Also die waren durch. Und seitdem ist es wird geschmiert, weil sie die dann noch laut. Aber that's it halt, ja leider. Gehört dazu. Ja. Ja. Ja, ich glaube, der hat einen Boost reingehauen. Ich habe meinen Akku sparen und er hat seinen Boost rein. Geil aus, oder? Voll. So, wir haben was gefunden. Geil. Wir sind so neugierig. Aber wir haben halt nicht mehr was. Wir haben nicht mehr selber ein Brot. Also, nein. Ja, jetzt sind wir echt froh um die E-Bikes. Weil jetzt kann man natürlich super fahren. Aber mit normalen war es halt irgendwann einmal echt zu steil. Und halt dann irgendwann mal zu lang. Das ist echt geil. Ja, geil. Blick auf den Tibetaner. Und auf einmal ist wieder volle Praterstraße. Wir haben jetzt umgerüstet auf Schiebefunktion. Schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Aber da ist jetzt leider, ihr seht es, der Weg ja, relativ aus. Und da hinten einige jetzt dann für uns. Schaut richtig geil aus. Wahnsinn. Und da auch sieht man noch einen Weg, wo wir offen sind. So, 200 Höhenmeter haben wir mehr. Super. Ich hoffe, das ist das Beste. Ja. Aber bis jetzt ist es echt gut gegangen. Jetzt ist es vorbei, ja. Bei uns schaut es jetzt so aus. Jetzt sind wir echt, echt schon weit herum. Gott, dass ich nicht mehr da rede. Hinten sieht man wieder Monte Civitale. Geil, geil, geil. Von unten sind wir gekommen. Und so geht es für uns jetzt auf. Ja. Wir sind ungefähr schon auf 2,8. Jetzt haben wir noch so 200 Höhenmeter. Ja, hoffe, dass die Zwachs werden. Wir müssen für alles einmal gerüstet. Und dann, ja, packen wir die schon. Ja, es gibt verschiedene Wege, entweder da oder bei mir. Also, es ist wahnsinnig steil. Dass die Straße echt nicht mehr besser beieinander ist, ihr seht es auf der Seite. Also, das war voll schön gemauert nur. Da geht es jetzt auch noch ganz gut. Aber es ist dann teilweise echt voll Wachs verfallen und dann endet es halt in so einem Schotterhaufen, wo man halt einfach ja, keinen Weg mehr hat. Aber wir schlängeln ihn super durch. Wird schon hoffentlich gehen. Ja. Aber das Bano oder die Kulissen darum ist mega. Martin hat jetzt auch zum Tragen begonnen. Das ist so. Der Trip hat vieles in sich. Ja, Wahnsinn. Ich habe gesagt, der Virus gerade auf alpine Touren nehme ich auch nicht. Sag niemals nie. Sag niemals nie. Das ist schön. Krass. Alles geht ja. So ist der Weg jetzt für uns. Ja, gut. Also, ihr seht, es gibt keinen Weg mehr, aber das haben wir geschafft. Haben uns jetzt da durchgeboxt. Bis da oben und jetzt sind wir. Wow! In einem mega geilen Tunnel. Ups, meine Hände zittern vom Bike dran. Nackelt ein bisschen. Schauen wir mal, was am Ende vom Tunnel ist. Überraschung oder. Ja, scheiße. Hoffen wir das Beste. So, von da oben sind wir gekommen. Da dreh ich gefangen und schau mir, was da noch Stacheldraht liegt. Wahnsinn, heftig, hä? Nicht nur da. Extrem, ja. Das, was du siehst, ist ein Stacheldraht. Echt grausam. Jetzt so. Ja, zum Resümee, wir sind gut fertig, hat es mit dem E-Bike ausgezahlt. Echt hart gekämpft. Also, wir haben echt nie gewusst, ob es noch ausgeht.
Nicht kraftmäßig, wo wir natürlich auch relativ gut drauf. Aber halt einfach, wenn der Weg nicht mehr da ist, ist er nicht mehr da, gell? Dann, ja, kann man sich das raussuchen. Oft geht es dann halt nicht mehr. Aber es ist Gott sei Dank gegangen. Jetzt hoffen wir das Beste auch, oder? Jo, ja, da stehen wir. Eigentlich ganz gut. Ja. Aber wenn man jetzt da Fische schaut. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt da durch noch und haben ungefähr 100 Höhenmeter bis zu dem Joch. Ja. Hut ab. Nein, schaut gut aus. Ich gehe jetzt auch ganz gut mit dem Drang. Mhm. Ohne Akku. Das Bike wird wesentlich leichter. Für mich geht es eigentlich auch ganz gut mit 2 und dann oben. Resümee wird dann oben passieren, ob es sich auszahlt hat mit dem E-Bike. Bis jetzt darf ich echt nicht schimpfen, weil es ist zum Fahren super gegangen. Ja. Und die paar Passagen waren ein bisschen kniffliger, aber mei, die stresst mich echt nicht. Und die Tour ist auf jeden Fall echt crazy. Also von denen cool einmal. Was anderes mit dem E-Bike nicht, aber so Sachen. Aber für uns was anderes. Ja, ja. Schauen wir, ob das auszahlt. Nein, es geht mir drum echt gut. Geht echt und super. Und unten haben wir viel Zeit gut gemacht. Genau. Weil es ist echt, echt lang. Wirklich lang auf. Ja. Weil es geht mir normal auch nicht leicht zum Drum. Nein. Schotterreißen, ja. Klar. Immer blöd, ja. Ja, packen wir so. Ja, passt. Wir sind da beim Kämpfen. Man muss halt echt total deppert steigen. Also richtig blöd. He. Und seht ihr da eh. Komplette Sinnlossteigerei. Geht schon mal. Paar Dästel. Da oben im ersten oder da vorne ist ein Tunnel. Ich hoffe, dann geht es ein bisschen besser. Und ja, so schaut es jetzt da euch aus. Wenn wir rauf sind. Statement. Ja. Ja. Ich hoffe, genau. Aber das ist geil, wenn der Aussicht ist geil, weil dann ich hoffe auch. Und jetzt kämpfen wir da halt noch mal. Und dann haben wir es ziemlich, glaube ich. Das Ende vom Tunnel war Gott sei Dank gut. Die nächsten paar Meter heute mal. Da sehen wir das auch wieder. Krass, auf einmal der Weg gut beieinander ist. Ja, hoffentlich. Aber da ist einfach von stark geschützt wahrscheinlich, oder? Und da drüben seht ihr sich jetzt mal da ein bisschen raus. Da vorne geht es dann weiter. Da ist die Mauer noch drin. Geil. Das ist jetzt wie eine Autobahn gewalzt. Na Wahnsinn, das schaut echt geil aus. Das darf es nicht mehr weit sein. Hoffentlich. Und das ist schon echt geil. Wir haben es endlich geschafft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das sich noch lange gezogen hat. Den Weg hat es gar nicht mehr gegeben, wir haben nichts mehr. Wir sind um 6 dann auf, weil der Weg wieder unten gegangen und wieder ansteigen müssen. Ja, den ganzen Schotter. Ja. Wahnsinn. Echt bescheuert. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es fast nicht mehr glauben können zum Schluss. Wir haben ja, bis zum Schluss eigentlich nicht gewusst, ob wir es echt noch schaffen oder nicht, gell? So, so schaut es da aus. Richtig gutes Panorama. Sind schon wieder alle aus, die Bamste. Wenn alle aus, ja, da hinten ist er. Zebra-Tal, Zebra-Pass. Santa Katharina, ich glaube, was Alamella sieht man hinten noch. Alamella. Richtig schön, ja. Romeo 3000. Romeo 3000 ist da, ja. Ich zeige euch die Ohrseiten. Also das Bano ist der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Es ist so geil schon eingefärbt, also richtig herbstlich und echt krasses Gebitter. Und da geht dann irgendwo unser Dreiloch ein bisschen verschlimmert. Leicht windig wieder. Leicht windig, wie immer. Thank you.
bin ich. Schau mal, was da noch alles überall ist. Krass. Das ist ja Wahnsinn, oder? So, da sieht man das Dorf Le Bousset. Das haben wir wieder hergerichtet und das ist echt krass, wenn man das da so sieht, was damals zugegangen ist. Das Schwarze sind alles Leute, die Sachen abgetragen haben müssen, wo wir jetzt durchgefahren sind. Also richtig heftig. Mhm. Und so schaut es da jetzt aus. Das haben sie echt voll geil hergerichtet. Gut, für uns geht es die Richtung um. Richtung Bamja. Da sieht man schon Drehleiche, gell? Leicht den Kamm entlang. Schaut richtig cool aus. Und dann rauschen wir euch. Aber ich...
die zwei, gell, weil die sind da draußen. Ja. Bin da. Wow. Wir sind jetzt wieder gleich beim Auto, aber haben da noch stehen bleiben müssen für ein Foto. Die Kulissen ist ein Wahnsinn, oder? Total. Wie nicht normal. Also das sieht man jetzt auf der GoPro nicht so, aber auf die Fotos, dass Martin und Sauber da zu sehen, das ist einfach echt krass. Da schaut hinten den Berg, genau da oben, wo wir eigentlich, oder? Genau. Da oben sind wir durchquert und dann über den Kamm drüber, was so alles. Ja, als Resümee, es war heftig, es war eindrucksvoll. Es war teilweise mit dem E-Bike richtig gut, es war teilweise zum Berg schmeißen. Alpines Bike mit dem E-Bike ja, aber ich immer schon gesagt habe, man muss halt wirklich aufpassen, wo man den fährt. In Summe, es hat uns gefallen, ob wir es nochmal machen, dann, boah, schwarz im Song. Schwarz im Song. Also das, was von vorne war, war echt geil, aber das andere ist es. Es war natürlich auch viel zum Queren und so, muss man ehrlich sein. Eindrucksvoll sehr, leider die große Kämme mit gehabt, aber ein bisschen was ist mit der kleinen Agung. In diesem Sinne, ich hoffe, mir hoffen, es hat eigentlich auch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es gemacht habt schon oder vielleicht den Sinn habt es zu machen. Aber wie gesagt, aufpassen. Schwindelfreiner, ja, tritt sicher auf jeden Fall. Bin ja Erfahrung auch. Und oben ja, ist es wirklich Wachs. Ja, es ist wirklich Wachs zum Gehen. Also krass, ja. Und viel auf dem Niederhof. Drüber lang, wir hopfen jetzt ins Bächlein, waschen es schnell ab. Und dann geht es bei Ihnen was zum Essen. Hunger. Genau, passt. Danke fürs Dabeisein. Macht's gut, ciao.